Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So, falsche Richtung, okay. Wir haben heute neue 99 Shades of Summer Karten. Wir haben neue Shades of Summer Karten. Jeder Trade ein Shade und wir haben neue Shades of Summer Karten. Dazu noch auch neue Sets, die es zu machen gibt. Auch die August-Sets sind schon drin. Also viel Shades of Summer, wie man eigentlich schon gewohnt ist. Fangen wir direkt an mit den 99 Shades of Summer Karten. Was ist denn jetzt los? Ey, hallo, aufpassen hier. Dann fangen wir direkt an mit den 99 Shades of Summer Sets. Da haben wir heute neu zweimal den 99er Ray Borg. Der Grund, warum ich vom Eishockey auch die Nummer 77 trage und auch die Nummer 77 auf meinem Arm tätowiert habe. Das ist Ray Borg. Also, er ist ein, nehmen wir natürlich die Avalanche-Version, er ist ein rechter Verteidiger, 1,80 groß, 100 Kilo, viermal Barrage, viermal Workhorse, damit aktiviert er Workhorse mit sich selber. Alles bei 99. Der Verteidiger ist aber fast schon, ist Pflicht, damit er auch beim Geschwindigkeit 99 geht. Ja, eigentlich würde ich sagen, er ist nur 1,80 groß, aber er hat halt auch 100 Kilo dabei, die er einsetzen kann, Upgrade, wer ihn machen kann, auf jeden Fall Pflicht, den machen wir jetzt noch im Anschluss nach diesem Video oder am Schluss von diesem Video, machen wir den Upgrade noch auf die 99 Karte, dann kann ich mich auch Blake und Borg zusammenspielen lassen, also auch wenn es sicherlich bessere Verteidiger gibt, für mich persönlich auf jeden Fall Upgrade empfehlenswert und mit 100 Kilo, also auch ein Brocken, der nicht so leicht zum Checken geht und dann mit 99 auch Widerstandsfähigkeit, auch ohne Workhorse, super Karte hier von Ray Borg. Den zweiten haben wir auf der nächsten Seite und zwar ist es der 99er Marcel Dion. Den gibt es dreimal von den Rangers, von LA und von den Detroit Red Wings. Schauen wir uns die Red Wings Variante an. Also er ist ein Center, 1,75 groß, 86 Kilo. Was ist denn heute los hier? 86 Kilo, viermal Funke, viermal, ich laber einfach weiter, wenn das wieder kommt. Ja? Viermal Funke, viermal Lampenknipser. Also auch wenn er 99 Faceoff hat, ist er doch nur 1,75 groß. Für mich wäre er ein linker Flügelspieler. Aber halt auch damit nur 1,75 groß. Das wird nicht besser, er wird nicht größer, nur wenn er am Flügel spielt. Also gute Karte auf jeden Fall. Ah, aber da gibt es halt doch auf dem linken Flügel, wenn ich mir bedenke, Lemieux, Böser, auch wenn der Upgrade dann von Lafleur noch ansteht, gibt es bessere Karten wie den. Wer einen Untausch spart, auf jeden Fall machen. Ich würde es nicht extra kaufen, wenn ich einen Tausch sparte, würde ich ihn direkt verkaufen. Das ist Marcel Dion. Dann haben wir heute neue 96 Shades of Summer Karten, nennen wir es mal so, die wieder über Sets zu machen gehen. Wir gucken uns erstmal die Karten an, dann schauen wir uns die einzelnen Sets dazu an. Also wir haben, fangen wir, das geht alphabetisch irgendwie, wir fangen bei ganz hinten an, 96, halt falsches Set, mein Gott. Alter, voll um 281 Karten jetzt hier schon drin. Ne, wir machen erstmal die Haupthelden. Ah, voll, dieses Bild verwirrt mich hier voll. Also wir haben neue Meisterhelden, auch wieder der Upgrade-Pfad wieder gleich wie bei Larsen und Hossa und so. Also ihr müsst über verschiedene Stufen, 91er Karte, dann die 97er Karte, die könnt ihr nochmal upgraden auf die 98er Karte. Den einen kennen wir schon, das ist der 98er Timo Selänne, linker Flügelspieler, 1,83 groß, 95 Kilo, 5-mal Balanced, 3-mal Raser, 3-mal Shutdown. Mit Synergien eigentlich alles bei 99, außer die Widerstandsfähigkeit. Und das ist auch so der einzige Unterschied zur 99er Shades of Summer Karte von ihm, dass er die Widerstandsfähigkeit noch 1 niedriger ist und das Phaser Rating ist um 1 niedriger. Also sonst ändert sich nicht viel. Wer jetzt nicht den Silver bzw. den Goldheld von Selene hat und den Upgrade damit auf 99 machen kann, auf jeden Fall eine Empfehlung hier, diesen Timo Selene zu machen für den linken Flügel, aber auch wieder da, denkt dran mit Lemieux, was ich gerade schon gesagt habe, wäre mir alle lieber wie dieser Timo Selene, aber trotzdem hier, super Karte. Den zweiten neuen, den wir haben, ist ein Goalie, ich glaube, das ist der erste Goalie jetzt von den Shades of Summer Meisterhelden, und zwar von den Edmonton Oilers, Bill Ranford. Warum? Weiß so keiner, ich habe den damals auch spielen sehen, aber warum jetzt der den Meisterheldenkarte braucht, keine Ahnung. Also er ist ein Goalie, 1,80 groß, 84 Kilo, 5-mal Verteiler, 3-mal Funke, 3-mal Herz und Seele, alles bei 99, Aggression bei 77 nur, das passt optimal, aber halt nur 1,80 groß, damit ist er eigentlich, ja, macht ihn schon, allein die Größe macht ihn schon unbrauchbar, egal welche Synergien und sonst was er hat. Also für mich wäre es auf jeden Fall keine Empfehlung, für die ganzen Gold Collectibles zu investieren, um dann eben an diesen Bill Ranford zu kommen. Also, ne, macht für mich keinen Sinn. Da dann lieber, wenn ihr schon einen machen wollt, macht irgendeinen von den anderen, Hossa, Larsen, wo Miller was mal gehabt haben, Selene natürlich. Aber von Ranford würde ich hier auf jeden Fall die Finger lassen. Ranking-Video kommt noch am Wochenende irgendwann, da mache ich nochmal ein Ranking von allen durch.
Es sollte eigentlich recht eindeutig sein, aber machen wir trotzdem nochmal extra ein Ranking-Video. So, Upgrade-Fahrt, wie gesagt, schauen wir uns nachher an, bevor wir jetzt fünfmal hin und her springen. Jetzt geht ein Krampf in meiner Zehe, sehr schön. Bevor wir jetzt da fünfmal hin und her springen, gucken wir uns dann die ganzen Sets danach an. Dann haben wir noch ein paar, ja, 96er Shades of Summer, ja, wieder 96er Shades of Summer, die auch wieder über Sets zu machen sind. Und zwar haben wir ja den Anfang auch ein bisschen alphabetisch sortiert. Genau, nehmen wir den da einfach, den sehen wir jetzt als erstes. Der 96er Jamie Langenbrunner, den bekommt ihr fünfmal von den Petersboro Petes, von Team USA, Dallas Stars, New Jersey Devils und von den St. Louis Blues. Habe ich lange im NHL 20 drin gehabt, muss ich sagen. Also der 96er Jamie Langenbrunner hat auch mal kurz in Wadneck gespielt in Ingolstadt. Ich glaube in Ingolstadt, Köln. Ah. Ist ein linker Flügelspieler, 1,85 groß, 93 Kilo, Sommer Balance, Sommer Workhorse, Sommer Raser. Ja, Schuss im hohen 90er Bereich ist okay, Hände genauso, defensiv auch. Nur 88 Beschleunigung mit Workhorse und Funk ganz mal bei 95 Beschleunigung. Endgeschwindigkeit ist dann 97. Ja, Rest ist eigentlich alles soweit bei 99 mit Teamsynergien an. Also gute Karte hier von Jamie Langenbrunner. Aber ich habe schon gesagt, mit linken Flügel gibt es da doch bessere, aber trotzdem hier eine gute Karte von ihm. So, dann haben wir. Ne, nehmen wir den, den haben wir als nächstes. Den 96er Carey Price gibt es von den Rochester Americans. Nein, das ist gar nicht Rochester, das ist das HL-Team. Allentown Americans, keine Ahnung. Von Team Kanada, von den Laval Rocket und von den Montreal Canadiens natürlich. Auch die 112. Karte von ihm schon. Also natürlich ein Goalie, 1,91 groß, 100 Kilo. Zweimal Funke, zweimal Barrage, zweimal Balanced. Also Glofile nur bei 94, okay. Aggression bei 71. Also ich finde den, wenn ich gegen den irgendwo im Rivals oder im Hoodchamps spiele, finde ich den extrem schwer zu bezwingen, weil er halt so auf seiner Linie klebt. Super Card hier von Carey Price, über 1,90 groß, trotzdem keine Begrenzung bei Geschwindigkeit, Agilität und Co. Also super Karte hier von Carey Price. So, schlaue Liste. Heute muss man echt helfen, weil die so verteilt sind wieder hier alle. Wir nehmen jetzt einmal den, wo wir zunächst sehen. So, als nächstes haben wir den 96er Tim Stützle. Tim Stützle, wie die Amis so sagen. Von Mannheim, Deutschland und von den Ottawa Senators. Er ist ein Center, 1,85 groß, 85 Kilo, zweimal Schwarm, zweimal Gladiator, zweimal Deep. Mit Deep an, perfekter Center, von der Größe auch okay. Schuss bei 99, Hände bei 97. Defensiv auch super. Geht dann mit Funke sogar auf 99 Bodychecken hoch. Wir sind am Schluss hier dann bei 97 Beschleunigung, bei 96 Geschwindigkeit. Obwohl ein Center normal nicht so schnell sein muss, trotzdem eine fantastische Karte von Tim Stützle. Tim Stützle. So, die anderen sind alle dann davor, genau, weil die haben anderen. Es sind früher im Alphabet zu finden. Der 96er Patrick Hörnqvist, schauen wir, ob es den noch öfters als viermal gibt. Ja, den gibt es sogar sechsmal. Von Schweden, Florida, was ist das? Die Ungarn, Pittsburgh, den Milwaukee Admirals, okay, und den Nashville Predators. Er ist ein linker Flügelspieler, 1,80 groß, 86 Kilo. Sommer Barrage, Sommer Wingman, Sommer Howitzer. Schuss im hohen 90er Bereich, Hände im hohen 90er Bereich, Bodychecking im hohen 90er Bereich, aber halt nur 88 Beschleunigung. Also auch da sind wir bei 95 dann mit Howitzer an, auch 95 Geschwindigkeit. Ja, okay. Solche Karten gibt es halt viele, muss ich echt sagen. Also da mit Salvern ist dann auch noch der Schlag oder der Schuss bei 99 überall. Gute Karte, aber davon gibt es halt viele, wo mir auch andere, muss ich sagen, ehrlich gesagt lieber wären, wie dieser Patrick Hornqvist. Dann haben wir JHIJ, den 96er Olli Juolevi von den London Knights Team Finnland, von TPS aus Finnland und von den Utica Comets und von den Vancouver Canucks natürlich. Er ist ein rechter Verteidiger, 1,91 groß, 82 Kilo, Sommer Hard and Soul, Sommer Gladiator und Sommer Lampenknipser. Hard and Soul bringt ja echt wenig, bringt die Balance eigentlich nur noch hoch, dass der Rest ist bei 99 und Faceoff muss er keine spielen. Morgen, Faceoff muss er keine spielen. Schuss nur bei 93, was den Schlagschuss angeht. Auch keine Synergie drauf, die drauf geht. Da ist dann schon die Salve Pflicht, damit er wirklich ja, auf höher, hohen 90er Bereich geht. Hände soweit gut, Bodychecken soweit gut. 96 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit für einen 1,91 großen Spieler. Auf jeden Fall eine gute Karte von Olli Juolevi. So, einen müssen wir noch haben, genau, den Bow. Der Bow ist noch da, der müsste hier sein, genau. Von meiner Avalanche, der 96er Bowen Byram und von den Vancouver Giants und von Team Kanada. Den müsste man ja auch noch fast holen, ne? Also, er ist ein rechter Verteidiger, 1,85 groß, 86 Kilo, Zimmer Verteiler, Zimmer Workhorse und Zimmer Magier. Magier ist okay, weil er Sticky noch nur bei 92 ist.
Workhorse auch super, weil er halt bei 89 nur Beschleunigung ist. Das heißt, wir sind am Schluss bei 96 Beschleunigung und bei 95 Geschwindigkeit. Also irgendwie alle Karten so von den Werten ja so gleich, aber es sind alle 96er Karten. Was soll da noch groß anders sein wie bei anderen Karten? Ja, warum auch immer. Also auch super Karte hier von Bowen Byram. Kann man nicht meckern. So, dann haben wir noch ein paar, ja, normale, jeder Trade ein Shade, sag ich mal, Karten. Und zwar fangen wir jetzt an auf Seite 9, haben wir extra aufgeschrieben, was sonst suchen wir uns wieder einen Wolf hier. Und zwar haben wir natürlich den 93er Corey Perry für 2 Jahre bei Tampa unterschrieben. Ah, faszinierend, hätte nicht gedacht, dass der nochmal so einen Aufwind kriegt eigentlich, aber hat auch gute Playoffs gespielt. Also der 93er Corey Perry ist ein linker Flügelspieler, 1,91 groß, 93 Kilo, zumal Verteiler, zumal Workhorse, zumal Passing Playmaker. Mit Passing Playmaker an, unbezahlt werden würde der Schlagschuss auch bei 99. Hände, ja, auch komisch gemischt. Offensive Awareness nur bei 91, dafür ist es passend dann bei 98, okay. Aber halt nur 85 Beschleunigung. Gehen halt auch nur auf 92 Beschleunigung hoch und Endgeschwindigkeit ist 88. Ist schon ein Upturner, muss ich echt sagen. Von der 93er Karte, die selbst mit Verteiler dann nur 88 Geschwindigkeit hat. Also auch wenn er groß ist und defensiv super steht. Widerstandsfähigkeit auch nur bei 87, die ist von Haus aus bei 81. Auch ein Upturner, also es ist ein Corey Perry, von dem ist es natürlich generell ein Upturner, also keine gute Karte, muss ich echt sagen. Dann haben wir, jetzt kann ich es wieder nicht lesen, Yandle, der 93er Keith Yandle, jetzt bei den Philadelphia Flyers, ist ein rechter Verteidiger, 1,85 groß, 87 Kilo, zweimal Schwarm, zweimal Gladiator und zweimal Shutdown. Hat auch nur 89 Schussgenauigkeit, geht auf 92 dann hoch mit dem, ja, das stimmt, ja. Geht er mit dem Shutter noch hoch auf 92, was auch nicht wirklich besonders gut ist von der 93er Karte. Auch Bodychecken nur bei 93, das heißt, dann sind wir noch ein bisschen höher mit dem Funken auf jeden Fall. 95 Beschleunigung, 94 Geschwindigkeit, ja, ist okay, aber auch so eine, ist eine gute Karte, ja, aber als auch nichts herausragend Besonderes, muss man schon so sagen. Dann gehen wir zu den 94er über, und zwar haben wir den 94er, wo haben wir den ersten hier? Nächste Seite. Folino, den 94er Nick Foligno, jetzt bei den Boston Bruins. Warum? Weil seine Tochter dort in einem Krankenhaus gut behandelt wurde, deswegen hat er sich für Boston entschieden. Ja, mal ein anderes Argument als die Stadt ist schön und die Fans sind super, zu dieser 0815 Spruch. Da hat seine Tochter im Krankenhaus gefallen. Okay, also Nick Foligno bei den Boston Bruins, ein rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 96 Kilo, zweimal Heart and Soul, zweimal Raser und zweimal Shutdown. Ja, mit Heart and Soul kann er immer noch nicht am Faceoff spielen, mit 93. Die Balance und Ausdauer waren eh schon bei 97, ja okay. Schuss bei dem im 90er Bereich, kann man auch so lassen. Hände bei 94, für eine 94er Karte, so muss es sein. Aber auch hier halt echt der Upturner Beschleunigung und Geschwindigkeit. 91 Beschleunigung und dann 94 Geschwindigkeit für eine 94er Karte. Auch hier wird halt echt ein leichter Upturner bei Nick Foligno. Wobei den seine Stärken ja eigentlich woanders liegen. Dann haben wir von den, jetzt neu bei den LA Kings nach 12 Jahren bei Vancouver, jetzt bei LA, ganz komisch. Alexander Adler ist ein rechter Verteidiger, 1,91 groß, 96 Kilo, Zommerfunke, Zommerhauitzer, Zommerlampenknipser. Auch hier Schussgenauigkeit echt mies, mit 87 Schlagschussgenauigkeit, auch keine Synergie, die drauf geht. Klar, die Kraft ist bei maximal mit dem Howitzer. Hände auch, die ging nur bei 88, auch Upturner. Und wir kommen nicht über 92 Beschleunigung und 94 Geschwindigkeit raus, auch wenn er defensiv super steht. Da wäre mir auch wieder ein Dougie Hamilton lieber, selbst die 94er Variante von Dougie Hamilton wäre mir hier lieber als dieser Alexander Adler, also auch keine unbedingt eine Empfehlung hier. Dann 96, nächste Seite, boah, jetzt sind die alle da durchgemischt. Ah, vielleicht wir finden schon, ihr habt ja Zeit, wir finden schon, es ist vom OPQRS, hier ist er, der 96er David Savard, jetzt bei Montreal. Ist ein linker Verteidiger, 1,88 groß, 106 Kilo, hui. Mit Sommer Verteiler, Sommer Wingman, Schmarri, Sommer Heart and Soul, Sommer Wingman, Sommer Magier. Magier ist es gar nicht so zwingend nötig, weil die Puckkontrolle eh bei 99 ist, die Agilität ist bei 99 und damit das Deking ein bisschen hochgeht, okay, muss man es nicht unbedingt haben. Schuss zwar von der Kraft her perfekt, aber auch nur bei 90 Genauigkeit. Geht dann zumindest der Handgelenkschuss mit Wingman noch auf 94 hoch. Wir sind am Schluss bei 98 Beschleunigung, okay. Und 94 Geschwindigkeit, Rest alles bei 99 eigentlich, aber halt der Schlagschuss für den Blue Liner, wo der Schlagschuss dann nur bei 90 ist, da ist dann auch schon Salbe Pflicht, damit er wenigstens ein bisschen hochgeht. Also gute Karte hier, vor allem kommt schnell vom Fleck, kann man nichts sagen, fast 1,90 groß, gute Karte, aber halt der Schuss lässt zu wünschen übrig.
Dann, wen haben wir noch? Den, ja, natürlich auch verlängert jetzt. A, A, B, C, D, E, F, G. Ja, schon wieder Bildausfall. Ja, warum auch immer. A, B, C, D, E, F, G. Jetzt noch mal bei den Anaheim Ducks verlängert. Der 96er Ryan Getzlaff. Wie alt ist denn der jetzt? 35, okay. Ein Center, 1,93 groß, 103 Kilo. Sommer Balance, Sommer Howitzer, Sommer Deep. Also muss echt sagen, die optimalen Gardemaße für einen Center, dazu 99 am Faceoff. Also jetzt, alle anderen Werte, wenn wir gar nicht anschauen, ist schon mal optimal. Hände überall bei 99, Schusskraft bei 99. Gut, Howitzer bringt dann wirklich viel, was die Kraft angeht. Auch hier ist Salve schon fast Pflicht. Ja, ist auch eine recht tote Synergie ja eigentlich, wenn ich mir bedenke, dass die Handgelenkschusskraft eigentlich auf nochmal 6 steigen würde, ist eh schon bei 99, okay. Geschwindigkeit und Beschleunigung ist dann bei, also Beschleunigung ist bei 90, 93 Geschwindigkeit am Schluss. Also würde ich jetzt gar nicht als Abturner bezeichnen, weil für so einen großen Spieler, der eigentlich nur Bullies gewinnen muss und vorm Tor aufräumen muss, fantastische Karte hier von Ryan Getzlaff. Und den letzten haben wir bei C. Der müsste dann hier unten irgendwo sein. A, B, C. Ja, von den jetzt Calgary Flames, auch ganz komisch. Der 96er Blake Coleman, ein Center, 1,80 groß, 94 Kilo, zweimal Barrage, zweimal Raser, zweimal Deep. Ja, eigentlich so genau das Gegenteil vom Getzlaff. Also der ist nicht wirklich gut an den Face-Offs. Hände auch nicht ganz gut. Schuss ist soweit ist besser wie bei Getzlaff auf jeden Fall. Aber halt auch hier nur 93 Beschleunigung und 96 Geschwindigkeit. Und halt nur 1,80 groß, also wäre schon fast eher ein rechter Flügelspieler. Dafür dann doch wieder zu wenig Beschleunigung, muss ich schon sagen. Rest über bei 99. Also gute Karte, aber wenn ich zwischen beiden wählen müsste, würde ich den Getzlaff auf jeden Fall als Center bevorzugen, als diesen 1,80 großen Blake Coleman. So, das waren die neuen Karten, die rauskamen. Jetzt schauen wir uns mal sämtliche Sets dazu an, die es gab. Ah, einmal raus hier. Ja, ich leide gerade an Geldarmut, gerade keine Münzen mehr vorhanden, alles ausgegeben. So, also fangen wir hier nochmal direkt an. Also für Borg und für Dion, ganz klar, ihr braucht den Goldhelden und 4 Icon Collectibles, kennen wir schon. Schauen wir uns gerade genau an. Da nochmal eins zurück, uiuiui, verhatteln mich heute. So, also Selene, der Upgrade-Pfad, klar, ihr braucht erstmal den... Ja, ein Shades of Summer Collectible, 5-mal Gold, dann bekommt den 91er und dann geht es immer so weiter, wie bei den anderen halt auch. Am Schluss nochmal von der 97er auf die 98er Karte, nochmal 2 Shades of Summer Karten Collectibles und 2 Gold Collectibles, dann ist der 98er. Wenn ihr einen machen wollt, immer durchziehen, nicht irgendwo hier mittendrin aufhören, bringt gar nichts, also wenn dann schon, komplett durchziehen. So, bei Rainfall das gleiche und jetzt schauen wir uns die Sets hier an, die es hier alle gibt, also den Oli Juo Levi. Gucken, wie viele da drin sind. Gibt es 2 Varianten. Den bekommen wir jeweils 5-mal. Einmal für den Winter National 87er und 10 Gold Collectibles für den 96er. Boah, also 500.000. Ne, also da gibt es Karten, die besser sind, die man auch billiger kaufen kann. Keine Empfehlung hier. Hier, wie schaut es da aus? Für den 91er Winter National, der danach rauskam und 6 Gold Collectibles. Ja. 6 Gold Collectibles gibt es ja auch 5 bei den 96er. Das ist schon eher eine Empfehlung. Das ist nicht ganz so teuer. Wenn ihr den untauschbar habt, dann lohnt sich der Upgrade hier. Bei der anderen Variante auf jeden Fall nicht. Wenn mir die Kosten zu teuer. Carry Price, irgendwie kann man da umwandeln. Da gibt es ein paar Sets sogar. 4-mal Carry Price bekommt ihr für den. Ich habe ihn noch gehabt. Für den 91er Stanley Cup Player, Stanley Cup Finalhelden, so war es ja. Und 6 Gold Collectibles. Er ist halt auch ein hoher Preis eigentlich von den Goalie. Ich meine, er ist gut, ja, aber wäre mir zu viel. Und das müssten dann die All-Stars bestimmt sein. Ja, genau. Für die beiden All-Star-Karten braucht ihr jeweils dann 3 Gold-Collectibles. Um von 94 auf 96 zu kommen, nochmal andere Synergien. Das ist schon wieder fast empfehlenswert, weil die Karte wird dadurch doch noch ein bisschen besser. Schauen wir uns die mal an. Oh, ich würde jetzt keinen davon kaufen jetzt im Auktionshaus. Ja, der ist schon nochmal ein bisschen besser. Der neue. Ich würde mir keinen davon kaufen jetzt. Aggression hat sich nochmal deutlich gesenkt auch sogar. Aber wenn ihr einen habt, untauschbar, macht ihr mit einem Upgrade auf jeden Fall nichts falsch. Das ist dann die zweite Variante. Die gab es ja mit zwei Varianten mit verschiedenen Synergien. Das macht auf jeden Fall Sinn, hier den Upgrade zu machen. Dann Jamie Langenbrunner. Da gab es den überhaupt. Wie gab es den überhaupt? Den gab es als Team, genau, als Hood, als Teambuilder-Karte, die 90er. Oder Bolt-Karte nennt sich es ja. Und 7 Gold Collectibles. Nein, wäre mir auch zu teuer. Um, also alles, was über 5 rausgeht oder ja, über 5 rausgeht,
Da gibt es dann doch Spieler, die billiger sind im Auktionshaus. Würde ich nicht machen. Team Stützle, auch verschiedene Varianten. Und zwar für den 90er NHL 2030 Helden, okay. Und 7 Gold Collectibles bekommt ihr dann dreimal den 96er. Auch zu viel Kosten. Bei der Variante braucht ihr den 92er Style Icon, okay. Und 5 Gold Collectibles, das ist gerade noch so die Grenze, wo ich sage, okay, das ist noch vertretbar. Wo halt auch von 92 auf 96 zu kommen, ja, würde ich nur wirklich für die Synergien machen. Oder wenn ihr halt Fan von Team Stützle seid. Und die Variante ist dann der 94er Primetime und 3 Gold Collectibles. Das macht schon wieder Sinn hier. Doch nicht ganz so hohe Kosten. Wen haben wir noch? Wir haben noch Patrick Hörnqvist. Gibt es auch 3x 10, okay. Wenn ihr einen 88er Primetime habt und 9 Gold Collectibles, no way, bekommt ihr auch den Hörnqvist 6x. Bei der Variante braucht ihr 90er NHL Moments Helden, NHL Moments Karte. Na, auch zu viel Kosten. Wie schaut es hier aus? Für die 92er Team of the Week. Okay, das ist schon gerade noch so an der Grenze. Also, schwierig. Also, echt, egal wen, keinen kaufen davon. Das ist dann echt nicht wert. Da gibt es dann die Karte an sich, die 96er billige im Auktionshaus. Behaupte ich es einfach mal so. Für Bowen Byram braucht ihr entweder den 88er aus der Fantasy U21 WM. Und 9 Gold Collectibles, no way, bekommt ihr 3x. Wie schaut's hier aus? Für den NHL 2030, den habe ich auch, den habe ich ewig gewollt und dann, wo ich die Münze zu hatte, um den zu kaufen, aber wenn ihr mal braucht. Plus 7x Gold, wäre mir auch zu viel. Und bei der Version, für den 92er Club Champions und 5 Gold Collectibles, ja, gerade noch so an der Grenze des Vertretbaren auf jeden Fall. So, das sind die neuen Sets, die es hier gibt. Oh, schon mal irgendwas verpasst haben. Nein. So, hier die Goldhelden haben wir schon angesprochen. Da hat sich nichts getan. Was habe ich? Irgendwas hatte ich noch. Ja, irgendwas gab es noch zum Eintauschen. Gab es neue Sunset-Sets? Nein, da hinten gab es noch was, genau. In den monatlichen Sets gibt es noch was. Und zwar sind da jetzt die August Collectibles schon verfügbar. Und hier ist ganz interessant. Das übliche Gold Collectible, Icon Collectible, Premium Player Pack und Premium Pack. Hier gibt es dann ein 89er Bronze Icon Choice Pack, also entweder Gretzky oder Lemieux. Ja, da oben steht es auch, also entweder Gretzky oder Lemieux. Er muss sagen, ja, es ist ein guter Preis für 40, wo man nichts für zahlt. Aber wenn ihr jetzt noch einen 89er braucht, ja, weiß nicht, ob ich das da nochmal den Grind anfangen würde, mit einem 89er Lemieux oder Gretzky anzufangen. Ja, gibt immer wieder neue, die jetzt eine Xbox kaufen und dann so einen Spieler wollen. Also ich weiß schon, wenn ich mir dann wahrscheinlich auch mal eine Xbox holen werde. Aber was wirklich interessant ist, eigentlich hier der 90er Dynamic Duo für 45 Collectibles. Das sind dann die ganzen Eckblatt, Josi, die Sundins, die sind dann da mit dabei. Und die kann man dann auch theoretisch dann über die Sunset Sets ja auch wieder upgraden oder eintauschen. Irgendwas ging doch hier. Boah, das ist ja auch ein Weg. Also dann, wenn ihr jetzt da einen bekommt dann davon, zum Beispiel jetzt hier den Eckholm, könnt ihr den dann wieder upgraden, theoretisch für eine Style-Icon-Karte, wo ihr dann wieder Matthews oder Ovechkin ziehen könnt, die dann wieder upgraden könnt zur Team of the Season-Version. Also auch da natürlich alles billiger, den direkt zu kaufen, wenn ihr die 6, 7, 800.000 Münzen übrig habt, auf jeden Fall billiger, aber ja, theoretisch ist es möglich auf jeden Fall dann aus diesen 45 täglichen Collectibles nochmal an eine Team of the Season Karte zu kommen. Ja, klingt komisch, ist aber so. So, mehr neue Sachen haben wir nicht, mehr ist mir zumindest nicht bekannt. Wir gucken mal, was die tägliche Aufgabe ist, was man da als Belohnung bekommt. Gar nicht geschaut, habe auch nicht wirklich Squad Battles gezockt jetzt heute, habe jetzt die ganze Nacht mit Hood Champs verbracht, steht da gerade mit 7 Siegen und 4 Niederlagen. Also hier gibt es für einen Shoutout 200 Münzen, okay, auch nicht wirklich berauschend, aber hier müsste es neue Sets oder neue Herausforderungen geben. Ja, richtig, ich kann leider, ich kann diese Sets nicht mehr zumachen, das ist bei mir schon der grüne Haken, weil ich ja die ganzen vom Miller und vom hier Capri Sonne schon gemacht habe, deswegen kann ich den machen, aber hier gibt es auf jeden Fall August Collectibles nochmal. Paar Münzen, August Collectibles. Ich glaube, ich werde ihn nur machen wegen die August Collectibles. Sonst lohnt sich das nicht wirklich mehr, zumindest für mich nicht. Aber so, ihr könnt nochmal diese Sets voll machen, dann diese Off-Season-Sets oder wie sie es genannt hat. Schau mal, wie die hießen. Ich weiß schon gar nicht mehr.
Die war nämlich hier drin, ganz hinten. Genau diese Summer Heat Pack und diese Off-Season Packs, genau, die können wir nochmal voll machen. Wer noch keinen grünen Haken hat, kann dann nochmal die Collectibles nochmal einlösen. Oder wer natürlich einen Spieler machen will, jetzt Selene oder einen von denen, die wo schon da sind, dann auf jeden Fall könnt ihr das machen. So, sonst haben wir nichts Neues hier heute. Nein, 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 dann machen wir jetzt einfach den Upgrade vom Borg noch, hätte ich gesagt. So, einmal zu. Collectibles mag noch. Der ist tauschbar. Scheißegal, es ist Ray Borg. So, auch hier ist der grüne Haken da. Bekommen wir bestimmt mal eine Belohnung, weil wir ein Set zugemacht haben. Genau, sehr schön. Nochmal 200 Münzen oben drauf. Und jetzt haben wir zweimal Ray Borg. Der dann direkt sich neben Rob Lake stellen wird. Avalanche und Boston. Rein damit. Packen wir gleich ins Lineup. Ein Screenshot für die Instagram-Gemeinde und ab geht's. So, den bringen wir gleich unter. Wir haben zuletzt den Fowler wieder spielen lassen. So, raus mit dir. Wobei der geht erstmal dahin. Und dann tun wir ich kann den Makar in die dritte Reihe stecken, aber ich muss den Makar in die dritte Reihe stecken. Ja, das mache ich nachher. Muss ich mir noch mal genau klar werden, weil Blake und Borg muss ich ja nicht zusammenspielen lassen. So, linker Verteidiger. Rein mit dir. So, jetzt wird es doch schon langsam. Ja gut, dann spielen wir mit Makar, ist doch okay. Jetzt wird es schon langsam Avalanche-lastiger hier. Upgrade von Paul Coffey müsste dann am Montag kommen. Zusammen noch mit. Wer fehlt uns dann noch? Paul Coffey und dann Mikita. Das sind die letzten zwei 97er-Helden, die noch fehlen, die noch so auf 99 upgradebar sein werden. So, das heißt, hier fehlt es bloß noch hier in dieser Reihe hier, fehlt es eigentlich nur noch hier für einen Stamkos, der Selene. Mal gucken, ob ich den übers Wochenende noch mache. Forsberg bisher, ja, gut gepunktet, hat es nur, die haben jetzt beide nur Hood Champs und Rivals gespielt, noch keine Squad Battles. Ja, bisher ganz vertretbar. Sackig schon mit 18 Strafen und okay. Ungewöhnlich, normal war der Forsberg immer der, wo zugelangt hat. Aber gut. So, das war's von mir für heute. Ich werde am Wochenende mal vielleicht die eine oder andere Squad-Ball übertragen. Schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei und schaut bei Instagram vorbei. Und ansonsten macht die Benachrichtigung an, wenn ich online gehe. Und dann können wir ein bisschen quatschen, was bei den Squad-Battles. Also vielen Dank fürs Zuschauen und immer dran denken, sauber bleiben. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Ciao.